Das Wahrzeichen der Brauerei ist natürlich der 100-Wasserturm. Eine Hommage ans Bierbrauen und eine Attraktion für Abendsberg. Ich treffe mich mit dem Mann, der sich mit dem Turm schon zu Lebzeiten ein Denkmal gesetzt hat, Leonhard Salek, der Besitzer der Brauerei Kuchelbauer. Aber nicht nur der Turm ist ein Kunstwerk, die gesamte Brauerei ist eins. Das Bier auch? Brauen ist ja eigentlich ein Handwerk. Hier kommt jetzt die Kunst mit rein. Begreifen Sie denn auch das Brauen als einen Kunstprozess, mehr als einen Handwerksprozess? Nein, das ist ein Handwerksprozess. Und der Begriff Kunst ist halt nicht definiert. Darum kann sich ja jeder seine Kunst selber schnitzen, wie er will. Aber wir sind froh, wenn wir gute Handwerker sind. Inwiefern unterscheidet sich Ihre Brauerei dahingehend von anderen Brauereien, dass man sagt, wir konzentrieren uns eben auf diese eine Art von obergärigen Bieren? Ja, wir haben uns darauf spezialisiert, weil Spezialisten leisten etwas Besonderes. Und andere große Brauereien in Deutschland haben uns das nach dem Zweiten Weltkrieg vorgemacht, dass eben diejenigen, die sich auf eine Sorte spezialisiert haben, am erfolgreichsten sind. In der 8. Generation Ihrer Familie sind Sie Bierbrauer. Wie kam denn ursprünglich Ihre Familie zu dieser Brauerei? Ja, das war schon immer eine Bierbrauerfamilie. Aber mein Urgroßvater hat 1903 diese Brauerei zum Kuchelbauer gekauft und hat seine Tochter in jungen Jahren daher zur Führung der Geschäfte. Die hat sie dann in einen Michael Salek verliebt, oder er sich in sie. Dann haben die geheiratet und am Stadtplatz in Abensberg den Kuchelbauer zu großem Ansehen gebracht. Der 2010 eröffnete Kuchelbauerturm ist ein wahrer Touristenmagnet. Jedes Jahr zieht er rund 100.000 Besucher an. Er ist, wie eingangs erwähnt, eine Würdigung der Kunst, Bier zu brauen. Und beinhaltet die größte private Sammlung an Weißbiergläsern, rund 4.200 Stück. Ein Besuch der Brauerei, des Kunsthauses und des Turms ist für jeden Kunst- und Bierliebhaber ein absolutes Muss.